So, da sind wir wieder, der Aliaris, und wir probieren gleich mal im Museum der Freiheit weiter, das Terminal zu entsperren. Ja, ich Sergej, weiß, schick mal was du kurz denkst. zur Der Typ Seite. ist riesig. Der könnte die Minigun ohne. So, willkommen beim Terminal von Robco, das kennen wir ja alles schon. Ist es Clips? Ein Treffer. Ist es Heads? Zwei Treffer. Okay, also das S am Ende können wir auf jeden Fall schon mal nehmen. So, Lenz am Ende, haben wir da einen Treffer? Nein. Ah doch, hätten wir zwei. Häng drin. Ja, hat funktioniert, gibt's ein paar XP. Tor und Riegel haben wir zwar schon im Dumme Keller Powerrüstung gemacht. hochheben. Und das Nein. andere gucken wir uns noch an. Protokolleinträge. Unsinn außerhalb der Öffnungszeiten. Zum letzten Mal. Die Rotröcke in den Dioramen sind keine Spielzeugsoldaten. Und es wird außerhalb der Öffnungszeiten auch nicht mit ihnen gespielt. Bei zwei von ihnen ist schon die Farbe abgekratzt und heute Morgen hat bei einem der Fußsoldaten ein Arm gefehlt. Dieser Unsinn wird nicht länger geduldet. Jeder, der dabei erwischt wird, wie er mit den Soldaten spielt, erhält eine Abmahnung, bekommt eine Stunde vom Lohn abgezogen und muss für die Schäden aufkommen. Chefkurator Harold Nash? Naja, also, wenn ich im Museum arbeiten würde, würde ich glaube auch mit allem dort rumspielen, wenn niemand guckt. Das wäre bestimmt voll witzig. Naja, egal. Kakerlaken im Keller. Jemand vom Hausmeister-Service muss sich mal im Keller um dieses Kakerlaken-Problem kümmern. Macht es jetzt ganz still und leise, während das Museum geöffnet hat. Diskretion hat oberste Priorität. Wir können es uns nicht erlauben, das Museum schon wieder zu schließen. Und es ist auch nicht hinnehmbar, dass ein Mädchen eine Kakerlake in ihrem Haar findet, während es etwas über Besteuerung ohne Vertretung erfährt. Diese Situation muss bereinigt werden. Sofort. Chefkurator Harold Nash. Ja. Müssen wir dann mal gucken, ob wir in den Keller kommen können. Da gibt es dann bestimmt auch die Red-Kakerlaken. Wir waren ja vorhin bloß bei dem Display unten, wo wir den Fusionskern gebogen haben. So, die Anchorage-Ausstellung. Nach dem Treffen mit dem Direktor und dem Stiftungsrat habe ich leider schlechte Neuigkeiten zu verkünden. Unsere geplante Anchorage-Ausstellung wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Museum verfügt derzeit einfach nicht über die Mittel, um die Umbauarbeiten zu finanzieren, die für so ein ambitioniertes Projekt nötig wären. Ich möchte mich aber trotzdem beim Kuratorenteam und den Servicemitarbeitern für die bisherige Arbeit bedanken. Chefkurator Harold Nash. Ja, schade. Das wäre bestimmt eine total spannende Ausstellung gewesen, auch jetzt für uns hier zum Angucken. Da ja der Anchorage-Feldzug, da ja unser Hauptcharakter vermutlich daran sogar teilgenommen hat, hätte man wieder ein paar Informationen sammeln können. Aber ist nun leider nicht geworden. So, letzter Eintrag. Samstag, 23. Oktober 2077. Der Tag, an dem die Bomben fielen. So, lesen wir uns mal durch. Mein Name ist Megan Hayes. Und ich bin eine der... Moment. Was mache ich denn hier? Mein Name ist Megan Hayes. Ich bin eine der Museumsführerinnen hier im Museum der Freiheit in Concord. Ich habe solche Angst. Als die Leute die Blitze gesehen haben, sind sie alle abgehauen. Selbst Mr. Nash, er ist einfach weggerannt und hat mich hier zurückgelassen. Arsch. Und dann ist eines dieser Helikopterdinger der Armee ins Dach gekracht. Ich habe Soldaten gesehen, aber die sahen ziemlich fertig aus. Ich habe mich einfach vor ihnen versteckt. Ich bin erst seit einem Monat in Massachusetts. Ich kenne eigentlich niemanden und ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ich habe das Schloss am Schreibtisch des Kurators abgeschlagen und mir seine Waffe geholt. Ich werde mich ein paar Tage in einem der Räume verstecken, bis sich alles wieder etwas beruhigt hat. Wenn das hier jemand liest, dann kommt bitte, mich zu holen. Aber wenn ihr versucht, mir weh zu tun, dann erschieße ich euch. Ja, man, Nein, danke. die Leute Keine wussten halt Waffen. gar nicht, was Also, auf sie Sturgis zukommt. ist zwar groß, aber kein guter Kämpfer. Das musst du übernehmen. Ist das jetzt so groß? Naja, ist halt eigentlich gleich groß. Egal. Oh, es ist unterwegs. Oh, und hast du es mit dem ist Teddy wütend. gespielt? Ja, Doc Meat, du bist ein Lieber. So, Nein. ich würde sagen, wir Wir gehen können doch jetzt nicht hier drin bleiben. Das erstmal ist lächerlich. den Jemand muss Fusionskern das suchen, unternehmen. oder besser gesagt die Powerrüstung, wo wir den Fusionskern reinstecken können. Und vorher gucken wir uns mal selbst an. Ja, ihr habt uns schon im Video gesehen, so sehen wir aus. Aber da lässt sich bestimmt noch was mit unserem Equipment dran machen. Also, schauen wir mal kurz ins Inventar. Ja, Waffe lassen wir erstmal. Dann mal gucken, ob es irgendwo was Besseres gibt.
So, was haben wir hier? Schlagring, nein, Splitterkanate. Ist halt temporär besser, ist aber halt nur einmaliger Benutzung unter Schlägen. Doppelläufige Schrotflinte. Boah, aber wir kriegen ja gleich eine Minigun. Ach, ich freue mich schon drauf. Impro-Repetiergewehr. Behalten wir mal im Hinterkopf. Okay, hier gibt es also nichts so richtig. Kleidung können wir aber mal gucken. Blauer Baseballhelm. Ja, wir haben damit, wie ihr sehen könnt, rechts bei der Schadensresistenz eine höhere Schockresistenz, aber weniger normale Schadensresistenz. Also würde ich das lieber erstmal so lassen, wie wir es jetzt haben. Wir gucken jetzt mal das Gurt-Outfit. Ist an sich schlechter als unser aktuelles Gammler-Outfit. Dann die Lederkombi, auch schlechter. Lederrüstung, gucken wir mal. Okay, Lederrüstung ist vielleicht ganz interessant. Da hätten wir dann den Harnisch. Der hat schon mal auf jeden Fall eine höhere Schockresistenz. Dann linker Arm nehmen wir uns auch, linkes Bein nehmen wir auch, rechter Arm nehmen wir, rechtes Bein. Okay, das sieht schon mal an sich nicht schlecht aus. Ihr seht es ganz unten rechts. Wir haben jetzt 13 Schadensresistenz und 26 Schockresistenz. Wir gucken uns auch gleich an. Leichte Kleidung bringt die uns was, so ein bisschen Schockresistenz. Raider-Leder. Raider-Rüstung. Raider-Rüstung Harnisch wäre besser im normalen Schaden, aber wir würden dafür Schock verlieren. Wäre wahrscheinlich nicht so optimal. Wenn, dann brauchen wir eine richtige Verbesserung. Schweißerbrille, Sportkleidung, Sturmgasmaske. Sturmgasmaske ist vielleicht ganz interessant. Aber wir wollen unseren Charakter ja weiter sehen. Sportbekleidung lassen wir mal weg. Den Vault-Anzug. Den Vault-Anzug könnten wir anlegen. Weiß ich aber nicht, ob wir dann wieder alles an unserem Equipment verlieren. Wir gucken uns erstmal jetzt so an. Ja gut, wir stehen gerade in Buchsen da. Also denke ich mal, wir werden den Vault-Anzug drunter ziehen können. Dann ziehen wir uns mal zumindest den neuen Vault-Anzug an. Sehen wir bestimmt total schnieke aus. So, jetzt gucken wir uns mal an. Ja, na das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Schön Steampunk-futuristisch. Das lassen wir jetzt erstmal so. Und jetzt gehen wir erstmal schön gucken, wo uns denn der Weg zur Power-Rüstung hingeleitet. Dogmeat ist noch mit uns unterwegs. Okay, dann gucken wir jetzt erstmal, was wir so finden. Okay, das Ödland. Im Ödland findet man die verschiedensten Hunde, von bissigen Wildködern bis zu abgerichteten Kampfhunden. Das sieht schon ziemlich krank aus. Also das Design der Monster ist schon. Also es ist gut durchdacht, aber schon leicht pervers ekelhaft. Ja. So, jetzt schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Oh, da steht sie schon. Ich sehe sie schon. Wir gucken noch schnell in die Schränke, ihr seid es ja schon gewöhnt. Was haben wir hier? Haarklammern, Klebeband, Kombischraubenschlüssel. Und ein Log von SSG Michael Daly. Das hören wir uns gleich mal an, bevor wir in die Rüstung steigen. Das ist bei Diverses. Hier haben wir das Log. Persönliches Log. Staff Sergeant Michael Daly, United States Army. Am Samstag, den 23. Oktober, ist unser Vertibird auf dem Weg nach West Stockbridge auf das Dach dieses Museums gestürzt. Die Ursache: ein elektromagnetischer Puls als Folge einer atomaren Explosion. Mehrere Explosionen, um genau zu sein. Anhand der Meldungen, die ich aufgeschnappt habe, kam es wohl überall auf der Welt zu Detonationen. Unser Co-Pilot wurde beim Aufprall getötet. Der Pilot ist einen Tag später an seinen Verletzungen gestorben. Am nächsten Tag wurden Flaherty und Canaver von ein paar verängstigten, verzweifelten Überlebenden erschossen. Danach ist Prosansky abgehauen, habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Jetzt muss ich mich wohl von der Truppe entfernen, falls dieses Konzept überhaupt noch Sinn ergibt. Der Fusionskern meiner Rüstung ist leer. Meine Tage als Soldat sind also wohl vorbei. Ich mache mich zu Fuß auf den Weg nach Boston, um zu sehen, ob meine Schwester das alles überlebt hat. Sie hat ein Apartment auf der Boylston Street. Hier spricht Mike Daly. Ende der Aufnahme. Viel Glück und Gott segne Amerika. Oder das, was davon noch übrig ist. Okay. Also es ist schon. Die Tragweite wird einem immer wieder bewusst, wenn man gerade solche Audiologs liest. Okay. Wir haben hier die Power-Rüstung. Die T45 Power-Rüstung. Die Standardausrüstung der Städterne Bruderschaft, die werden wir dann übrigens noch treffen. Ich mache mal kurz Licht, damit wir uns das angucken können. Ist, glaube ich, die T51D. Aber die kriegen wir dann schon noch zu sehen. So, wir steigen einfach mal ein.
Okay. So. Und rein damit. Das ist schon sehr, sehr geil gemacht. Wir kennen es ja noch aus dem Live-Action-Trailer, falls ihr den gesehen habt. Das sah schon sehr geil aus. Und ihr seht es auch jetzt hier. Wir haben hier ganz andere Interfaces, als wir vorher hatten. Unten links haben wir die Hitpoints. Rechts daneben die radioaktive Verstrahlung, die Reds. Die Minikarte wirkt auch etwas anders, halt wie so ein Koordinationsrad. So, rechts haben wir den Ladezustand unseres Fusionskerns. Und ganz rechts haben wir unsere Action-Points. So, wir gehen erstmal weiter, gucken uns hier um. Gibt es hier noch irgendwas? Genau, was ihr auch seht, die Beleuchtung kommt jetzt direkt aus unserer eigenen Lampe. Okay. Was knallt hier? Ach, die Raider kommen. So. Dann geben wir doch mal den Raidern, was den Raidern gebührt. Was haben wir denn als Waffe? Minigun ist ausgerüstet. Da ist sie. So. Wo sind die Raider? Ah. Na, ich glaube, wir brauchen uns nicht verstecken. Wir können hier mal richtig Feuer drauflegen. Bam. So, wir probieren es auch mal über Wets. Was haben wir da? Grizzle, also irgendein namhafter Raider. Mal gucken. Ja, ihr seht's, wir sind keine guten Schützen über Wets. Dafür hätten wir wahrscheinlich einfach ein bisschen skillen sollen, schwere Waffen, aber das ist halt gar nicht so mein Spielstil. So, jetzt treffen wir ihn vielleicht mal ein bisschen besser. So, ja. Also das eitert ganz schlecht raus, so eine Minigun. Oh. Oh. Ah, du Hundesohn. Nix gegen Dogmeat an der Stelle. Ich habe auch nicht vor, runter zu gehen. Was haben wir hier? Einen Raider oben auf dem Dach. Na, den sollten wir doch kriegen. Nein, auch nicht. Ach, ich wäre verrückt. Ja, gebt ihm. Ihr seht übrigens auch, wie schön unsere Laufform anfängt zu glühen. So. So, Grizzle kommt vor. So. Das war's mit dem Raider. Jetzt geben wir's Grizzle. Oh, okay. Nachladen. Das war's mit ihm. So. Hallo? Lebt da noch wer? Oh, wie schade. Alle Raider tot. Oh, hallo? Ist da noch wer? Na dann. Was übrigens sehr schön ist an der Power-Rüstung. Mal gucken, ob wir es jetzt auch sehen. Bam. Das macht mal ein bisschen Eindruck. So, da hinten haben wir noch einen Raider. Und gib ihm. So. Einer weg. Wo ist der nächste? Ähnliche Richtung. Wo kommt der her? Oh. Ich sehe gerade keinen. Raider, da hinten. Oh. Naja, ihr seht's gleich. Das Auto hinten brutzelt schon. Und die können auch in die Luft fliegen. Also wenn es keine komplett verbrannten Wagen sind, dann können die auch Bumm machen. Und zwar gehörig Bumm. Ja, nächster weg. So, was haben wir hier? So. Auch tot. Nächster bitte. Was war das? Wir machen mal eine kurze Pause. Oh Gott, ich sehe es dort hinten schon. Wir sehen uns gleich wieder.